Hallo zusammen, ich bin Emily, die Kinderreporterin von Eifel3TV. In der nächsten Zeit werde ich euch über interessante Dinge berichten. In meiner ersten Reportage habe ich June besucht, die ist aktuell deutsche Meisterin. Worin? Das erzählt sie uns jetzt. Hallo June. Hallo Emily. Du bist Anfang Dezember mit 12 Jahren deutsche Meisterin geworden. Erzähl uns doch mal, worin. Ich wurde im karnevalistischen Tanzsport im RKK Deutsche Meisterin 2023 als Solo-Mariechen. Mit 49,3 Punkte. Deutsche Meisterin 2023 von der Marke Schuhe. Wie ist das denn für dich so? Für mich ist das ein unglaubliches Gefühl. Man realisiert das erst gar nicht. Und dann realisiert man das irgendwann und man denkt sich, oh mein Gott, man hat es selber geschafft. Und es ist einfach ein tolles Gefühl. Du hast uns was mitgebracht, Jun. Was ist das denn alles? Also das ist einmal die Deutsche Meisterschärpe. Steht drauf Deutscher Meister 2023 und hinten steht RKK drauf. Das ist der Verband. Ah. Dann habe ich hier einmal die Medaille. Sieht aber schön aus. Die hat jeder Teilnehmer bekommen. Okay. Dann habe ich einmal den Siegerpokal bekommen. Der ist aber sehr groß. Ja, das stimmt. Und dann habe ich hier einmal eine Urkunde und da steht einfach nochmal die Bestätigung drauf, dass ich wirklich deutscher Meister bin. Ah, okay. Das sieht ja alles sehr schön aus. Du bist aber nicht nur in diesem Jahr deutsche Meisterin geworden, oder? Ich wurde auch letztes Jahr Deutsche Meisterin, auch wieder im RKK und ja. Okay, da steckt bestimmt eine Menge Arbeit dahinter. Wie oft trainierst du denn in der Woche? Also ich trainiere 2 bis 3 Mal in der Woche Solo-Training. Okay, und wie das Training von der June aussieht, das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt noch 20 Beinwürfe, Ankauf. Ja, Arme vernünftig. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arme ab. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Arme 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das sieht ja sehr anstrengend aus. Unterstützt dich deine Familie? Meine Familie steht total hinter mir und unterstützt mich, wo sie können. Und es ist natürlich auch mal ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, dass die Familie auch wirklich einen unterstützt bei dem, was man liebt. Wie ist das denn für dich? Ist das für dich auch sehr anstrengend? Also meistens ja, aber man hat auch mal Trainings, wo man das dann auch wirklich aushalten kann. Okay. Wer trainiert dich denn? Mein Trainer ist Lukas Zimmermann. Ist er sehr streng? Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt wirklich nicht so einen guten Tag habe, dann ist er weniger streng. Aber wenn er weiß, dass ich wirklich die Lust und auch weiß, dass ich gut drauf bin, dann ist er auch wirklich streng. Aber das braucht man ja auch, sonst kann man nichts erreichen. June, du bist sehr gelenkig. Und wie gelenkig die June ist, das schauen wir uns jetzt im nächsten Video an. Und dass du dich nicht hochziehst. Mund zu. Okay, einmal Gegenbewegung. Du bist sehr talentiert. Von wem hast du denn das Talent? Das Talent habe ich von meiner Oma und von meiner Mama geerbt. Okay, aber du bist ja nicht nur im Solo Deutsche Meisterin geworden, oder? Richtig, ich wurde auch mit der Garde Deutscher Meister. Da ist die Emily übrigens auch dabei. Und deswegen habe ich dir noch was mitgebracht. Und zwar einmal deine Urkunde und deine Medaille. Ja, wir sind eine richtig tolle Truppe und es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe June, danke für das tolle Interview. Und wir drücken dir für die nächste Deutsche Meisterschaft die Daumen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zum Schluss noch ein paar Ausschnitte von June und ihrem Sieg. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Emily. Das war mein Besuch bei June. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Emily.